I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 16. November 2022. Schönen guten Morgen. Aus der Traum für die deutschen Handballerinnen vom Europameistertitel. Es gab gestern gegen Frankreich nicht den benötigten Sieg, sondern es gab ein 21:29 Niederlage und damit ist klar, dass die deutsche Mannschaft nicht mehr unter die ersten beiden in der Gruppe und damit ins Halbfinale rücken kann. Die Französinnen hingegen schaffen den Einzug ins Halbfinale, ebenso wie Montenegro. Die gewinnen nämlich ganz knapp gegen Rumänien schon zuvor. Und damit haben wir in dieser Gruppe Frankreich auf Platz 1, Montenegro auf Platz 2. Das ist fix. Und es wird aber noch interessant im Rennen um den dritten Platz. Das wird sich heute entscheiden. Da kann Deutschland wiederum noch mitmischen. Der dritte Platzierte spielt immerhin um Platz 5 im Gesamtturnier. Das kann dann wichtig sein für die Setzreihenfolge in der Olympiaqualifikation. Und augenblicklich sieht es so aus. Spanien 3 Punkte, Niederlande 3 Punkte, Deutschland 2 Punkte, Rumänien 2 Punkte. Alle vier können es noch schaffen. Deutschland spielt heute um 15:30 gegen Rumänien. Ein Sieg ist Pflicht für Platz 3. Und dann müssten im Anschluss die Niederlande um 18 Uhr gegen Montenegro verlieren. Und es müssten dann die Spanierinnen gegen Frankreich verlieren. Dummerweise sind halt Montenegro und Frankreich ja schon fix auf ihren Plätzen. Das heißt, ob die noch mit der vollen ersten Garde spielen, weiß ich nicht genau. Aber probieren sollten wir es auf jeden Fall. Also Rumänien schlagen, dann ist zumindest schon mal Platz 5 in der Gruppe abgesichert. Und vielleicht geht es ja dann noch ein kleines bisschen nach oben. In der anderen Gruppe ist es noch ein bisschen spannender. Da steht bisher erst fest, dass Norwegen im Halbfinale ist. Sagte ich gestern ja schon. Der zweite Platz ist noch offen. Dänemark dort in der Pole Position. Die spielen am Abend um 20:30 gegen Norwegen. Wenn sie das gewinnen, sind sie sogar noch Gruppensieger. Ein Punkt reicht ihnen, um Platz 2 und das Halbfinale abzusichern. Ansonsten rücken von hinten noch die Sloweninnen nach. Die spielen um 15:30 gegen Ungarn. Und Schweden könnte es in einem Dreiervergleich vielleicht auch noch schaffen. Die spielen gegen Kroatien um 18 Uhr. Alle Spiele live auf Sport Deutschland. Wenn ihr Lust habt, guckt da rein. Und dann seid ihr handballtechnisch gut versorgt. Aus der Reihe, es hat nicht sollen sein. Gucken wir weiter in Richtung ATP-Finals. Da hat es nicht sollen sein für Rafa Nadal. Der verliert auch sein zweites Spiel in der Gruppenphase und damit ist er vorzeitig raus. Also ein Spiel darf er noch machen. Er hat jetzt gegen Oji Aliassime verloren in 2 Sätzen. Ja, schon davor das erste Spiel gegen Taylor Fritz. Und jetzt hat er noch ein Spiel übrig. Das spielt er noch gegen Casper Ruud, der bereits vorzeitig im Halbfinale steht, weil er seine beiden Spiele gewonnen hat. Und es wird trotzdem aber hier nicht mehr ums Weiterkommen gehen für Rafa Nadal. Insbesondere wird er damit auch nicht mehr Nummer 1 der Weltrangliste in diesem Jahr. Oji Aliassime und Taylor Fritz treffen sich dann dort übermorgen zum direkten Duell um den zweiten Halbfinalplatz. So, im Doppel ist noch nichts vorentschieden. Vorentschieden vielleicht schon. Da haben Ram Salisbury ihren zweiten Sieg eingefahren, haben jetzt 2:0, aber sind noch nicht weiter. Das könnte noch kippen, wenn sie glatt verlieren. Am letzten Spieltag, da lauern noch andere und überhaupt in dieser Gruppe auch noch keiner vorzeitig ausgeschieden. Macht Spaß, beobachten wir und da sage ich euch dann noch Bescheid, wenn es soweit ist. Aus der Reihe hat nicht sollen sein, Teil 3. Martin Schindler gegen Rob Cross. Meine Güte, war das ein Match. Das war gestern Abend, also vorgestern Abend jetzt noch, wenn ihr das Video guckt. Und ich habe es gestern im Video nicht mehr mit drin gehabt, weil es dann zu lang ging. Schindler gewinnt die ersten 3 Legs, führt also 3-0. Dann hat er später 4:2 geführt, braucht nur noch ein Leg. Aber Rob Cross holt dann 3 in Folge und gewinnt das Ding mit 5:4. Und es war ja quasi das Entscheidungs-Leg. Und damit ist Rob Cross in die K.O.-Runde eingezogen. Martin Schindler ist draußen. Ansonsten alle Gruppen jetzt soweit durch und es gibt eine dicke Überraschung und die heißt, Peter Wright ist draußen. Der verliert nämlich gegen Nathan Espinel mit 2:5 und das war leider ein Leck zu hoch verloren, denn es geht jetzt, ja, wir haben in dieser Gruppe eine absolute Punktgleichheit. Wir haben Espinel 4 Punkte, Sotar 4 Punkte und Peter Wright 4 Punkte und jetzt geht es dann über die Leg-Differenz und die ist bei Peter Wright um einen schlechter als bei Alan Sotar und damit ist der weiter, Nathan Espinel auch und Peter Wright scheidet aus. Das ist, wie gesagt, ein dickes Ding. Der war hier an 2 gesetzt und wird nicht mehr weiter mitspielen. Wer Lust auf Darts hat, der kann heute weiter gucken, denn es geht um 20 Uhr in die K.O.-Runde rein. Da steht dann unter anderem, das habe ich weggescrollt, Raymond van der Arneveld gegen Simon Whitlock am, sagt man, am Parkett, nee, an der Scheibe, ne? Genau, Gavin Price ist am Start, Michael Smith gegen Rob Cross zum Beispiel im direkten Duell. Haben wir im Achtelfinale, finden nicht alle Spiele jetzt heute statt, aber die ich gerade genannt habe, die finden heute statt. Meines Wissens, ich gucke nochmal nach, was haben wir heute? Also Noppert gegen Price haben wir heute, Michael Smith gegen Cross, Van Barneveld gegen Whitlock, genau, und Van Duyvenbode gegen Cullen. Das sind die Spiele von heute. Es geht los um 8, The Zone ist live dabei und Sport 1 ist live dabei, wie ihr das gewohnt seid. Dann habe ich heute anzubieten, Handball haben wir schon gesagt, Handball Bundesliga gibt es aber noch. Und zwar 2 Nachholspiele, Stuttgart-Magdeburg um 18:30 und Erlangen-Kiel um 20:30. Beides auf Sky Sport Mix und Sky Sport
Top-Event. Dann geht es weiter bei den ATP-Finals, auch auf Sky, und zwar auf Sky Tennis und auf Sky Top-Event mit der anderen Gruppe jetzt. Rublev gegen Djokovic um 14 Uhr und um 21 Uhr Tsitsipas gegen Medvedev. Dazu die Doppel um 11:30 Uhr, Kolosowski gegen Mekdic-Pavic und um 18:30 Uhr Dodik Krajicek gegen Kokkinakis-Kyrgios. Morgen erzähle ich euch, wie das ausgegangen ist. Wasserball Champions League mit einer Niederlage für Hannover. Die ist nur am Rande. Und Monday Night Football mit einer Niederlage der Philadelphia Eagles. Die verlieren ihr erstes Spiel gegen Washington. 21:32, ein bisschen höher, als es dann war während des ganzen Spiels. Aber trotzdem, sie sind nicht unschlagbar, jetzt also nur noch 8-1 in ihrer Bilanz. Ich hatte gestern gesagt, dass wir heute auf die NFL gucken wollen. Das schieben wir aber gleich auf morgen, denn heute wollten wir noch auf die internationalen Fußballligen gucken. Die hatte ich euch versprochen, die haben wir gestern nicht gemacht. Die kommen ja immer dienstags, aber wir gestern die dritte Liga und die Frauenbundesliga hatten. Gucken wir heute auf die internationalen Fußballligen und gucken dann morgen auf die NFL. Verstanden? Ich glaube, so ein bisschen, ne? Dann schauen wir mal kurz aufs Eishockey. Champions League, da gab es für die drei deutschen Teams gestern in den Hinspielen des Achtelfinals 3 Niederlagen. Richtig, richtig, richtig doof gelaufen, ne? Wolfsburg verliert gegen Luleå 2:3, Frölunda schlägt die Straubing Tigers mit 4:0 und Red Bull München verliert 1:5 gegen den EV Zug. Puh, das wird hart in den Rückspielen. Also sagen wir mal, Wolfsburg noch mit Chancen, ein Tor aufzuholen, und bei den anderen sind schon ziemliche Klötzer, die sie da gefangen haben. Müssen wir mal abwarten, ob da noch was draus wird. Jetzt gucken wir ins Ausland auf die Fußballligen zur Winterpause und ich nehme euch wieder mit auf die Reise. Achtung, da sind wir. Alle gut angekommen? Jawohl. Premier League. Top 8 jeweils aus den vier großen Ligen. Wir haben den FC Arsenal vorne, den Wintermeister sozusagen. Hier wird übrigens pausiert bis zum 26. Dezember. Am Boxing Day spielt die Premier League wieder. Und wir haben mit Arsenal jetzt erfreulicherweise ein Team mal 5 Punkte vor Manchester City. Hatten wir lang nicht mehr. City hat ja gerade am letzten Spieltag nochmal gepatzt, dankenswerterweise. Sternchen, wer hier zum ersten Mal zuguckt, Sternchen bedeutet, es gibt noch ein Nachholspiel. Die haben irgendwann mal aussetzen müssen wegen Pokal oder Ähnlichem. Da kommt noch was. Oder bei Arsenal war es, glaube ich, wegen des Todes der Queen. Da gab es mal Spielausfälle, weil er die Polizisten anderweitig gebraucht wurden. Newcastle, Tottenham haben zum Beispiel kein Nachholspiel mehr. Die lauern momentan aber auch auf Champions League Platz 3 und 4. Und gerade Newcastle ist hier die ganz große Überraschung in dieser Saison. Die hätten wir hier definitiv nicht erwartet. Die anderen so die üblichen Kandidaten, die man hier vorne immer mal sieht von Saison zu Saison. Aber Newcastle United, das ist mal frischer Wind. Man stelle sich vor, die kommen in die Champions League. Das wäre doch auch mal eine nette Abwechslung. Aber ist noch ein langer Weg zu gehen. Und die Verfolger, die lauern schon. Manchester United zum Beispiel hier unten, 26 Punkte. Wenn die ihr Nachholspiel gewinnen, sind sie auch schon wieder hier dran an Tottenham und nur noch einen Punkt hinter Newcastle. In Lauerstellung haben wir hier unten dann Liverpool, überraschend nicht so gut, und Chelsea auch. Auch die noch mit Nachholspiel, aber trotzdem schon ein Stückchen weg von der Champions League. Brighton mit einer guten Saison bisher. Und die Anmerkung noch, dass hier nur ein Team für die Europa League über die Liga bisher qualifiziert ist, denn es gibt ja zwei Pokale in England. Wir haben den League Cup und wir haben den FA Cup, und die beiden Pokalsieger nehmen noch jeweils dann einen Platz ein in der Europa League und in der Conference League, wenn sie nicht über die Liga schon qualifiziert sind. Das kann aber immer noch sein, dass das der Fall ist. Deswegen färbe ich hier mal nur den Platz 5 ein, weil die werden auf jeden Fall in die Europa League gehen. Das wäre momentan United, aber da ist auch noch ein ganz langer Weg in dieser Saison zu gehen. Wir scrollen mal runter nach Spanien, La Liga. Und da haben wir inzwischen Barcelona vorne, vor Real Madrid, die waren lange Zeit vorne, haben dann ein paar nicht so gute Spiele gespielt. Den Klassiker haben sie gewonnen gegen Barcelona, wie immer, aber dann so ein bisschen die Konstanz vermissen lassen. Deswegen Barca jetzt 2 Punkte vorne. Und wir sehen es aber schon, wenn ich jetzt hier weiter scrolle, dann kommt halt echt lang nichts. Dritter Real Sociedad, okay, und jetzt klumpt sich's, weil hier gibt es ein ganz heißes Rennen. Der vierte Champions-League-Platz momentan Bilbao. Dann Atletico, nur in Gänsefüßchen auf der 5, aber punktgleich halt. Betis auf der 6, Osasuna auf der 7 und Rayo Vallecano auf der 8. Also das ist jetzt im Grunde genommen ja alles hier, 2 Punkte Differenz, das ist alles eine Plörre. Da bin ich mal gespannt, das wird noch eine ganz heiße Geschichte werden. Von wegen Atletico, die waren ja lange Zeit auch sicher in der Champions League immer mit dabei. Die werden kämpfen müssen dieses Jahr. Und gerade Bilbao wäre mal recht erfrischend zum Beispiel, wenn die da mitmachen dürften. Gucken wir rüber nach Italien, da haben wir Napoli vorne und jetzt kommt die lange Leitung bis Milan. Kommt 8 Punkte Vorsprung vor dem amtierenden Meister aus Mailand vom AC. Die augenblicklich noch auf Champions League Kurs, aber die haben ein Paket im Nacken sitzen. Juventus, die haben sich wieder hochgearbeitet. Lazio auf Champions League Kurs momentan, aber Inter punktgleich hinten dran. Dann kommen noch Atalanta und die Roma und dann da unten Udinese noch auf der 24 Punkte Markierung. Atalanta wäre momentan der Conference League, das sind diese hellgrünen Markierungen, orange die Europa League. Aber ich sag mal so, das hier, das ist ja alles noch beliebig austauschbar mit wenigen Punkten Unterschied.
Aber die 8 Punkte da sind schon ein Brecher für Napoli. Die ziehen da einsam ihre Kreise. Und ähnlich ist es in Frankreich, das kommt jetzt noch, da haben wir PSG vorne und dann gucken wir mal. Und der erste Verfolger von PSG ist tatsächlich Lens. Nix Lyon, nix Marseille, sondern Lens hängt ihnen im Nacken. Dann kommt Stade Rennes auf dem Champions League Quali-Platz. Dann haben wir Marseille, momentan wären die Gänsefüßchen nur in der Europa League. Lorient überraschend gut dabei. Vor Monaco und Lille und Olympique Lyon, müssen wir schon ein bisschen weiter scrollen, die kommen hier unten mit 21. Also Olympique Lyon jetzt schon 20 Punkte hinter PSG. Das holen sie nicht mehr auf, da bin ich mir sicher. Ich weiß ja nicht, ob Lyon noch hier reinrutscht in die europäischen Ränge. Wir haben jeweils in Frankreich, in Spanien, in Italien immer noch einen Pokalsieger, der dann immer noch einen weiteren Europa League Platz ergattern kann. Das könnten ja alle diese Teams dann noch werden. Die Pokale werden dann ja auch erst ab Januar wieder so richtig heiß dort ausgespielt. Behalten wir mal im Auge. Aber Champions League, PSG, klar, Lens, gute Karten momentan. Und der dritte Platz, jo, da sehe ich hier diesen ganzen Pulk mit guten Karten derzeit, würde ich mal sagen. Das ist also der Stand der Dinge vor Winterpause in den europäischen Top-Ligen. Und damit legen wir die jetzt mal ad acta. Und um Fußball kümmern wir uns dann, wenn es wieder soweit ist. Ich wollte noch kurz sagen, wann da jeweils weitergespielt wird. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. In der Premier League wird wieder gespielt ab dem 26. Dezember, also am Boxing Day, gibt es da die ersten Spiele am zweiten Weihnachtsfeiertag traditionell. Und zwar unter anderem haben wir dort Brentford gegen Tottenham, Aston Villa gegen Liverpool, Arsenal gegen West Ham, der Tabellenführer, Chelsea Bournemouth, Man United gegen Nottingham und Leeds gegen Manchester City. Also die ganz großen Knaller noch nicht. Die heben wir uns dann auf, die kommen dann später. Am Silvestertag oder um den Silvestertag rum wird Spanien wieder anfangen, an dem Wochenende 31. Dezember, 1. Januar. Frankreich will wohl am 28. Dezember wieder loslegen. Der ist, glaube ich, noch nicht genau terminiert, aber so in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester wird das sein. Und Italiener, die gönnen sich die längste Pause. Die steigen wieder ein am 4. Januar, das ist der Mittwoch nach Silvester. Da gibt es dann unter anderem Inter Mailand gegen Napoli, gleich mal als Neujahrskracher hier präsentiert. Und wenn da Inter gleich mal zuschlägt, das wäre doch mal ein Zeichen, dass da noch was geht. Milan dann übrigens in Salernitana am 4. Januar. Das wird der Tag, da wird durchgespielt. Das wird irre, da geht es um 12 Uhr los oder 12:30 Uhr, damit bis spät nachts durchgespielt. Aber reden wir dann drüber, wenn Januar ist, ist ja noch ein paar Tage hin. Das war's von hier aus. Morgen, jetzt morgen wirklich die NFL. Jetzt verspreche ich es tatsächlich. Morgen gucken wir da wirklich in Ruhe drauf. Und wir schauen wieder rüber zu den ATP Finals und wir schauen, was halt noch sonst so los ist. Ihr kennt das Spiel. Danke fürs heute Zugucken. Wenn ihr Lust habt, seid ihr morgen wieder mit dabei. Ich würde mich freuen und habt einen schönen Tag. Tschüss.